Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play zu Mad Games Tycoon, Freunde. Wir machen direkt weiter und hoffen, dass dieses Spiel natürlich genug Gewinn abwirft. Aber ich glaube, das wird es tun. So, ich mache noch ein Update. Habe ich denn jetzt alle Features drin in unserer Engine? Ich glaube, das habe ich gemacht, ne? Ich muss gleich nochmal schauen. Es ist einfach so viel. Auf einmal, Freunde. Es ist. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt hier, weil, wie gesagt, das kann hier ganz schnell alles vorbei sein. Wobei es gerade gut aussieht mit dem Geld. So, Engine programmieren, updaten. Haben wir hier noch was? Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir haben abgedatet. Dann würde ich sagen, wir machen. Nein, wir machen erstmal die kompletten Updates raus. Ich glaube, das ist wichtig, damit das Spiel bleibt, wo es ist und die Verkaufszahlen hält. Wir müssen aber definitiv gleich nochmal nachproduzieren, wenn der Auftrag hier weg ist. Und hier auch. Dann produzieren wir erstmal kurz Full Life nach. Full Life 2 nochmal 25k. Sollte gehen. Und dann produzieren wir Full Life 6 nochmal 100.000 erstmal. Wir sind ein bisschen vorsichtig. Wir sind ein bisschen wahrscheinlich zu vorsichtig, aber besser. Wir produzieren immer mal wieder nach. Und wir haben dann nicht tausende von Artikeln hier noch in unserem Lager liegen. Das wäre natürlich auch nicht gut. Wir können noch eine Zweitvermarktung machen von Full Life 3. In einer Woche ist das okay. Nur farbig, keine Ballons und das Ganze für 13 Dollar. Dafür müssen wir natürlich erstmal so 10.000 produzieren. Mal sehen, wie es läuft. Und jetzt ist hier das Letzte und dann werden wir das nächste Spiel machen. Und das wird aber kein Full Life mehr sein, sondern irgendein. Oh, warte mal. Full Life 3 läuft ja richtig gut. Da müssen wir gleich nochmal 25k nachproduzieren, Leute. Das muss sein. So, wir haben keine Updates mehr, ne? Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir entwickeln uns ein neues Spiel. Gucken mal in die Lizenzen rein. Haben wir denn da was? Ein 80. Oh, ein 97. Oh, ein Fußball. Aber es kann ja auch irgendwie. Das kaufen wir uns natürlich. Global Classic. Das nehmen wir natürlich. Können wir das vereinen hier? Da müssen wir noch ein Genre erforschen, Freunde. Nee, da brauchen wir ein Thema, kein Genre. Da brauchen wir ein Thema, weil. Sportspiel habe ich noch nicht. Da, Fußball. Fußball. Das müssen wir noch kurz erforschen. Unsere Geschick-Engine kommt auch. Wir haben hier mittlerweile Gewinn gemacht. Das ist ja sehr gut. Wir brauchen aber noch mehr auf Lager. Ich mache jetzt nochmal 250.000. Ich bin jetzt einfach optimistisch und hoffe. Wir machen sogar noch eine Marketingkampagne dafür. Wir machen das jetzt. Eine große sogar. So, okay, das ist erforscht. Das heißt, wir können jetzt das Spiel entwickeln mit dieser Lizenz. Ein B-Plus-Titel. Thema Fußball für Kinder. Ein Geschicklichkeitsspiel mit Denken. Ich weiß nicht, passt das? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. So, dann für unsere ganzen Teile hier. Also Spielbericht, können wir ja das kopieren, das passt ja. Einen Kopierschutz hauen wir rein und für alle bitte. Oh, 468.000 kostet das Spaß. Das ist schon etwas teuer, ne? Ah, das ist jetzt vom absteigenden Ast. Ich hoffe, das passt noch. Oh, da haben wir nichts mehr auf Lager von Full Life 2. 25k. Haben wir gemacht. Wunderbar. Ich darf mir hier nicht so viele Spiele drauf machen, weil sonst komme ich wieder voll durcheinander und habe keine Ahnung, wie ich das alles schaffen soll. So, jetzt kommt der Hype. Mal sehen. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, einen 100er Hype zu machen. Wir könnten das ja mal jetzt bei Global Classic probieren. Den zumindest das ja hochzubringen. Ich hoffe, das Spiel wird
einigermaßen gut. Ich hoffe es sehr, Freunde. Ich hoffe es, Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es leider nicht. So, wir haben hier von Full Life 3 schon wieder nichts auf Lager. Da müssen wir nochmal nachproduzieren. So, natürlich gleich noch eine Marketingkampagne hinterher. Muss man halt immer wieder einstellen, das darf man nicht vergessen. Sonst macht man für das falsche Spiel Werbung. Ist mir auch schon öfters passiert. Deswegen weiß ich, von was ich rede. Und hier haben wir zu viel... Nein, das kommt noch nicht raus. Shit, das ist jetzt richtig eingebrochen auf einmal. Schade, schade, Schokolade. Haben wir viel zu viel produziert, aber gut, weg damit. Ist es halt so. Können wir jetzt nicht ändern. Okay, dann können wir ja ein anderes nehmen, ne? Dann machen wir jetzt Zweitvermarktung. Den vierten Teil von Full Life. Auch in der Woche. Auch für 13 Dollar. Haben wir da was auf Lager? Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir produzieren hier mal 10.000, um zu sehen, funktioniert das überhaupt. Das macht sich doch ganz gut. Da werden wir... Oh, 98.000 hier nochmal. Da werden wir nochmal... Komm, wir machen 200.000. Komm, wir probieren es mal. So, weg damit. Wir hoffen einfach, dass es verkauft wird noch. So, das verkauft sich nicht so gut. Ganz gut, dass wir nur 10.000 gemacht haben. Hier müssen wir auch gleich wieder nachproduzieren. Hier müssen wir erstmal die Bugs rausmachen. Müssen wir hier nachproduzieren? Ja, es sieht danach aus, ne? Full Life 3, 25k. So. Okay, nur noch die Bugs raus und nochmal ein bisschen Werbung. Werbung kann nicht schaden, Freunde. Werbung ist gut. Ihr seht ja, was das bringt, so ein Hype. Deswegen machen wir den jetzt mal höher und hoffen nur das Beste. So, okay. Ansonsten sieht das alles okay aus. Hier haben wir alles noch auf Lager. Das passt alles soweit. Ja, 30 Bucks, dann kommt unser neues Spiel, Freunde. Dann kommt unser neues... Schafft er das noch? Ja, nee, nicht ganz. Aber dann lassen wir jetzt durchlaufen und setzen sofort noch eine neue an. So, nochmal eine TV-Werbung und werden die Entwicklung abschließen und sagen, wir produzieren selbst in 6 Wochen mit farbiger Anleitung und Aufkleber für 19 Dollar. So. Ja, naja. Naja. Es ist jetzt nicht der Wahnsinn, ne? Wir produzieren aber trotzdem 250.000. Das sollte auf jeden Fall rausgehen. Gut. Was machen wir jetzt? Machen wir gleich ein Update? Nein, 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 nein. Das darf jetzt nicht sein. Hätte das nicht ein bisschen früher kommen können, dass ich das Spiel zurückhalten kann? Och, nö. Nö. Einfach nur nö. Shit. Das tut weh, Freunde. Das tut jetzt richtig weh. Ich mache jetzt trotzdem ein Update. Was kostet uns das Spaß? Auch nochmal 88.000. Sowas kann einem das Genick brechen, Freunde. Ihr werdet sehen, wie schlecht die Verkaufszahlen sind von hier. Kann ich denn den Release nochmal... Ne, kann ich nicht mehr. Ah, ihr seht hier, wie das schon abbricht, ne? Werden hier trotzdem noch ein paar brauchen. Welcher Teil war das jetzt? Full Life 6. Ah, das tut weh. 100.000 werden wir vielleicht doch noch verkaufen. 13.000 gehen noch pro Woche. Oh, das tat jetzt richtig weh, Leute. Das tat jetzt so richtig, richtig weh. Eieieiei. Full Life 3. Das geht jetzt richtig ans Geld für uns. Das geht jetzt richtig, richtig ans Geld. Oh, oh, oh. Trotzdem noch 17.000, trotz Game Crash. Ja gut, aber ich werde jetzt definitiv keine Werbung mehr dafür machen. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt bei einem Game Crash.
Puh. Full Life 4 müssen wir auch nochmal nachproduzieren. Keine Ahnung, 10.000. Das hat mich jetzt echt. Boah, das tat jetzt weh. Ja, guck mal, wir haben 17.000 verkauft. Das heißt, wir würden 34.000 verkaufen von diesem Spiel. Wir würden einfach so viel Geld machen jetzt. Aber nö. Okay, Sound haben wir frei und Grafik haben wir frei, okay. Oh, Leute, das ist jetzt richtig übel. Das ist jetzt so richtig, richtig böse. Das tat weh. So richtig weh. Full Life 3 müssen wir nochmal nachproduzieren. Das tat jetzt wirklich. Oh, das ist nicht schön, Freunde. Das war jetzt überhaupt nicht schön. Wow. Das war jetzt richtig gemein von dem Spiel. Aber wir wollen ja auch den Boom erleben, dann müssen wir auch mit Crashes auskommen. Das ist einfach so. Das kann ja im wirklichen Leben oder in der Spielebranche auch passieren, ne? Dass sowas. Ist natürlich scheiße für uns jetzt, aber so ist es halt. Blöd gelaufen, würde ich mal sagen. Wir können jetzt die Sachen hier erforschen. Nebenbei. 8,64 für Full Life 4, okay. R6, das ist okay. Wir haben überall noch was auf Lager. Ja. Das tut jetzt richtig, richtig weh. Au, 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 au. Das war gemein. Ja, gut, wir hatten halt das Pech, dass es nachdem wir das veröffentlicht haben oder gesagt haben, in 6 Wochen kommt es raus, hätten wir das, wäre das ein bisschen früher gekommen oder wir hätten es später veröffentlicht, dann hätte es funktioniert. Oh, wir haben hier noch Aufgabe. Full Life 3 muss auch nochmal nachproduziert werden. Aber das gehört dazu. Und ich finde, das macht das Spiel auch noch etwas interessanter. Solche Events oder solche Dinge. Es kann ja auch in die andere Richtung gehen, ne? Wir hatten ja auch schon Glück, dass wir gleich am Start so einen Boom hatten. Hatten wir auch schon, deswegen ist das vollkommen okay. Gut, was jetzt nicht so geil ist, ist natürlich, dass wir nicht so viel Geld machen, aber naja, es sollte trotzdem ans Plus kommen, hoffe ich. Hoffe ich sehr. Haben wir noch ein Update? Ich glaube nicht. Gut, dann machen wir noch einen Nachfolger wieder hier für Club. Haben wir eigentlich noch Lizenzen? Ah ja, wir haben da 5 Lizenzen gekauft. Das ist okay. Das. So, Global Classic 2. Ich bin einfach in der Namensgebung leider nicht sehr kreativ, Freunde. Ihr könnt mir ja mal Namensvorschläge schreiben. Das wäre doch mal. Doch, das ist eine gute Idee. Das könnt ihr gerne mal tun, Freunde. So. Aber wir lassen uns von dem Game Crash hier jetzt nicht beirren. Wir machen einfach weiter. Und dieses Spiel werden wir erst rausbringen, wenn der Game Crash fertig ist. So einfach ist das Ganze. So, wir machen jetzt eine Marketingkampagne. Fangen wir es schon mal an und hauen das hoch. Ja, wir kommen ins Plus auf jeden Fall, aber naja, nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Sagen wir einfach mal so. Wir werden in dieses Spiel auch noch keine Grafik oder so reinpacken. Das kommt erst später. Wir gehen auf eine mittlere Messe. Tun das pushen und unser neues Spiel pushen. Ja. So. Das ist gut, Freunde. Dann geht es vielleicht nochmal hoch ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ja. Naja, wie gesagt, man muss da durch. So, wir werden jetzt. Okay, neues Feature. Ja gut, das kommt jetzt auch nicht in das Spiel. Das ist auch wieder. Es läuft gerade ein bisschen gegen uns, ne? Aha. Full Life 3 ist vom Markt 1,14 Millionen nochmal gemacht mit einer Zweitvermarktung. Das ist doch
wirklich, wirklich gut. Das kann weg. Full Life 4 ist noch auf dem Markt. So. Gut. Der Game Crash hält leider noch an, aber der Hype hat was. Oh, wir müssen trotzdem nachproduzieren. Ja, gut. Jetzt überlegt euch mal, es wäre kein Game Crash, wie gut dieses Spiel gelaufen wäre, ne? Das muss man ja einfach mal so sagen. So, wir machen weiter Werbung für den zweiten Teil. Nein, es kommt noch nicht auf den Markt. Wir sind hier noch nicht durch. So, das wird jetzt auch bald vom Markt verschwinden. Ist aber okay. Wir haben damit nur 185.000 gemacht, aber es ist vollkommen okay. Wir können ja schon mal den fünften Teil hier raushauen in der Woche für 13 Dollar. Auch jetzt habe ich aber da farbige Anleitung drin, ne? Und da haben wir aber noch was auf Lager. Ist okay. Ist okay. Habe ich wieder nicht aufgepasst, deswegen gut so. Okay, das hier noch ein bisschen mehr Hype, Hype, Hype. Hype ist gut. Hype ist gesund, Freunde. Ah, so, hier, sonstiges weiter erforschen. Die sind gleich durch, dann können die schönen Bugs rausmachen. Obwohl, die sind ja nicht schön, deswegen machen wir sie raus. Das verkauft sich einigermaßen. Hier müssen wir jetzt wirklich für Full Life 4 nochmal nachproduzieren. 1000. Einfach so. Ja, die, wo offene Bestellungen haben, die sollen sie noch kriegen. Das ist okay. So, okidoki. Ja, wir warten. Oh, Global Classic hat auch schon wieder nichts mehr. Machen wir da nochmal 100.000 noch. Wenn jetzt der Game Crash mal weggehen würde, wäre das sehr, sehr schön. Ich werde dieses Spiel nicht releasen, bevor der Game Crash weg ist. Das werde ich nicht tun, Freunde. Mache ich lieber den Hype hoch. In der Zeit. 204.000 haben wir mit Full Life 4 gemacht. Das werden wir auch gleich wegschmeißen. Die 408, wo noch auf Lager sind. Full Life 6 könnten wir dann auch bald rausbringen. Aber erstmal lassen wir das mal ein bisschen laufen. Ja, Game Crash. Gehst du mal bitte von dann? Das wäre sehr, sehr freundlich von dir. Ich mache auf dieses Spiel jetzt einen 100er Hype. Könnt ihr aber wissen. Weil. Ah ne, jetzt ist der Game Crash raus. Okay. Dann können wir jetzt releasen. Wir produzieren wieder selbst in 6 Wochen. Für 19 Dollar bitte. So. Zack. Zack. Und 75 ist okay. Wir werden jetzt als erstes unsere Engine updaten. Zack. Wir nehmen jetzt auch 25%, weil wir sind unverschämt. Und wir lassen hier natürlich weiter forschen erstmal. Wir werden hier ganz locker 250.000 verkaufen, da bin ich mir sicher. Denn wir haben Game Crash sogar 549.000 verkauft, deswegen müssen wir da gleich wieder nachproduzieren, verdammte Axt. Ja, wir haben nur zwei Maschinen, das ist ein bisschen wenig, ne? 100.000 erstmal, dann schauen wir mal, ob es überhaupt noch läuft danach. Jetzt sind natürlich viele Bestellungen, ganz klar. Jetzt kriegen wir einen riesen Verkauf hier. Aber komm, wir machen gleich nochmal 100.000. Es ist ja auch der Game Crash weg. Das wird es auch nochmal sehr, sehr ankurbeln, hoffe ich. Ja. So, jetzt schauen wir mal. Na gut, es war doch ein bisschen viel vielleicht. Aber es ist okay. So, in einer Woche kommt das Spiel raus. In einer Woche ist es soweit. Und dann sehen wir mal jetzt gleich sehen wir, wie gut oder schlecht es sich verkauft, Freunde. Oh, Freunde. Freunde, Freunde, Freunde. Das ist ja ein Mega-Hit. Das ist ja richtig gut, das Spiel. Da werden wir doch gleich noch einen Hype drauf machen. Da werden wir direkt einen Hype noch mehr größer machen. Also bei diesen Verkaufszahlen, da werden wir jetzt gleich mal 500.000 produzieren. Bin ich mir relativ sicher, dass es rausgeht. Und wir machen gleich mal noch ein Update. Und
Aber nicht das Spiel des Jahres. Es ist frech. Ja, es hat auch nicht so eine gute Bewertung. Gebe ich ja zu. Gebe ich ja alles zu. So, wir forschen hier noch ein bisschen die Sounds jetzt. Oh, Full Life 5 ist auch schon wieder leer. Verdammte Axt. Wir können jetzt nicht. Naja. Das ist jetzt nicht so gut. Dum, 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 dum. 5,599 Millionen. Okay. Mit dem ersten Teil, da werden wir hier wahrscheinlich sehr viel mehr machen. So, Spiel produzieren. 25.000 sollten gehen. Wir haben ja jetzt schon 6.000 Bestellungen. Passt das. So. Okay, Freunde, dann würde ich aber sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss. Wir haben jetzt schon 63.000 pro Woche. Wir sollten hiermit sehr, sehr viel Geld verdienen. Unser Geld wächst. Das heißt, wir können bald auch anfangen mit Konsole vielleicht und so. Wir werden es sehen, aber erst in einer der nächsten Folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch natürlich fürs Einschalten. Hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Ciao.